Stadt brennt. In der Nacht hatte es schön ausgesehen, oder doch wenigstens großartig. Schon ein brennendes Haus ist ein eindrucksvoller Anblick, aber eine brennende Stadt ist einfach grandios. Man stelle sich vor, eine ganze Stadt brennt, brennt lichterloh, ist eine einzige lodernde Riesenfackel. Wenn die Brandbomben, diese unscheinbaren sechseckigen Stäbe, sich entzünden, schleudern sie eine 5 bis 6 Meter hohe Stichflamme in den nächtlichen Himmel, lassen zuerst die Dachpfannen schmelzen oder in der ungeheuren Hitze knallen zerbersten und setzen dann das Balkenwerk des Daches in Brand. Das morsche Holz fängt Feuer, brennt und stürzt nach kurzer Zeit mit einem lodernden Funkenwirbel in sich zusammen. Dann frisst sich die Flamme in die Wohngeschosse. Genau wie die Dachziegel, knallend und klirrend, zerplatzen zuerst die Fensterscheiben. Dumpfes Poltern und neuer Funkenwirbel verkünden von Zeit zu Zeit, dass wieder ein Wohngeschoss eingestürzt, von dem mörderischen Feuer gefressen ist. Nun brennt aber nicht nur ein einzelnes Haus, sondern Tausende. Das sind Tausende von Dächern, die einstürzen, und das krachende Poltern tausender Wohngeschosse wird begleitet vom rasenden Freudentanz abermillionender glühender Feuerfunken. Da werden Wohnungen und Besitz zehntausender Menschen unter glühendem Schutt begraben und häufig werden die Menschen mitbegraben, erschlagen von den einstürzenden Ruinen, die noch vor Stunden ihr Heim gewesen sind, die in der Bombennacht zum Mordinstrument werden und die Leiber ihrer Bewohnheit zur Unkenntlichkeit zerschmettern. Manche Leichen werden allerdings unversehrt geborgen. Später, wenn man zu retten versucht, wo nichts mehr zu retten ist, sie sind nicht einmal entstellt, sehen aus wie Lebende und ihre Gesichter widerspiegeln sogar noch das Grauen, das sie in ihrer Todesstunde empfunden haben. Aber sie sind klein geworden, viel kleiner, als sie zu Lebzeiten waren. Die unvorstellbare Hitze entzieht den toten Körpern die Säfte, runzelt die Haut und lässt die Erstickten auf einen Bruchteil ihrer natürlichen Größe zusammenschrumpfen. Das sind die Feuertoten. Die meisten der Gemordeten sind jedoch von Sprengbomben und Luftminen zerfetzt. Trotzdem sieht das Ganze schön aus, solange es Nacht ist. Da ist die hell wabernde Lohe gegen den Hintergrund des nächtlichen Himmels. Da sind die Konturen der Stichflammen vordergründig scharf gezeichnet. Und gleich dahinter das Verschmelzen des Feuermeeres mit der Dunkelheit. Die entfesselte Naturgewalt, von Menschenhand, von menschgewordenem Wahnsinn entfesselt, vernichtet alles, was Menschenhand geschaffen hat, vernichtet die Menschen selbst. Es ist ein großartiges Bild, gewaltig, eindrucksvoll. Im Morgengrauen ist der Anblick erbärmlich. Die Häuser sind niedergebrannt und lediglich die heißen, rauchgeschwärzten Fassaden stehen noch. Aus den leeren Fensterhöhlen der Erdgeschosse züngeln blasse, farblose Flammen. Das Feuer ist müde geworden, hat sich selbst müde gebrannt aus seiner ungeheuerlichen, nächtlichen Wut. Die heißen Schutthaufen verströmen einen stinkenden Qualm, der die Augen tränen lässt. Es ist, als ob die geschändete Materie selbst die gequälten Überlebenden aus ihrer stumpfen, tränenlosen Verzweiflung reißt und sie zum Weinen zwingt. Der Junge taucht sein schmutziges Taschentuch in den Eimer mit dem ebenso schmutzigen Wasser und drückt es wieder gegen die Augen. Ich glaube, wir können jetzt runtergehen, sagt er zu dem alten Mann. Was soll jetzt noch passieren? Lass uns lieber noch mal gucken! Nicht, dass wir noch nachträglich abbrennen. Die beiden betreten vom obersten Treppenpodest die Mietskaserne den Dachboden. Das Dach ist abgedeckt. Die Ziegel liegen zerschlagen auf den morschen Dielenbrettern. Einige Dachbalken sind angesenkt. Einer glimmt noch. Der alte Mann gießt den Rest des Wassers darüber. Es zischt und stinkt. Der Junge kratzt mit einer Ziegelscherbe die verkohlte Stelle ab. Das Nachbarhaus und ein Haus auf der anderen Straßenseite sind abgebrannt. Etwas weiter brennen noch 2 Häuser. Die sind schon so weit runter, die tun uns nichts mehr, meint der Junge. Die Funken fliegen nicht mehr bis hier rauf. Ja, aber wir haben Glück gehabt. Kein Wind war, sonst wären wir jetzt schon gekocht. Der alte Mann holte eine Schnapsflasche aus der Tasche, entkorkte sie und trinkt. Na klar, bestätigt der Junge. Von uns wäre nicht mal ein Andenken übrig geblieben. Er schielt begehrlich auf die Flasche. Dann lass mich auch mal, Opa, bittet er dann. Sauf nicht alles alleine. Der Alte hält die Flasche prüfend hoch und reicht sie dann dem Jungen. Eigentlich darfst du noch keinen Schnaps trinken, grinste er. Dazu bist du noch viel zu jung. Ja, stimmt. Saufen darf ich nicht. Rauchen darf ich nicht. Und rumhuren darf ich auch nicht.
Da bin ich noch zu jung für, nur zum Verrecken, da bin ich gerade alt genug. Der Junge nimmt die Flasche und trinkt. Von mir aus kannst du rumholen, solange wie du Lust hast, sagte der alte Mann gönnerhaft. Da brauchst du meinen Schnaps ja nicht zu. Ist auch scheißegal, ich gehe jetzt zwar erstmal schlafen. Ja, pass auf, dass dir nicht in der Bude regnet, Opa, jetzt wo das Dach im Arsch ist. Verdanken wir alles unserem Führer. Hoffentlich können wir denen dann mal irgendwann vergelten. Hey, das ist Hochverrat, wenn du sowas sagst, meinte der Junge. Sei lieber vorsichtig und halt die Schnauze. Wenn das ein Verkehrter hört, dann hacken sie dir die Rübe dafür ab. Sie verließen den Dachboden und gingen hinunter. Eine Treppe tiefer trennten sie sich. Der Alte ging in seine Wohnung. Als der Junge allein war, blieb er stehen und hielt sich am Treppengeländer fest. Er spürte, wie seine Beine zitterten. Jetzt hob er die rechte Hand und hielt sie vor seine Augen. Die Hand zitterte auch. Der Junge hatte Angst. Die Gefahr war längst vorüber, aber er hatte immer noch Angst. Er wusste das und schalt sich einem Feigling, allerdings nur im Stillen. Vor anderen spielte er gern den kaltschnäuzigen Burschen, den nichts erschüttern kann. Weil er zu eitel war, um seine Angst zu zeigen, überwand er sie in der Gefahr und wurde zum Helden. So hatte er bei dem gerade überstandenen Bombenangriff zwei Brandbomben, die durch das Dach auf den Boden gefallen waren, mit bloßen Händen gefasst und auf die Straße hinuntergeschleudert. Wir machen einen kleinen Sprung. In der von Bornstraße und Holzhofstraße gebildeten Ecke wurde ein großer Sandkasten angelegt. Die Jungen blieben der Anlage fern, denn dies hatte ihren Reiz für sie verloren. Statt ihrer spielten dort jetzt kleine Kinder unter Aufsicht ihrer Eltern. Junge Mütter mit Kinderwagen und ältere Leute bevölkerten die Wege. Wärter mit den grünen Mützen der städtischen Aufsichtsbeamten sammelten Papierfetzen und leere Zigarettenschachteln auf und achteten meist vergeblich darauf, dass niemand den Rasen betrat oder Blumen abpflückte. Die Parkanlage nahm jedoch nicht die volle Fläche des großen Grundstücks ein. Entlang der Eisenbahnlinie blieb ein etwa 50 Meter breiter Streifen vorerst ungenutzt. Auf der vorderen, zur Bahnstraße gelegenen Hälfte wurden dann Schrebergärten angelegt. Im hinteren Teil wurde eine Rollschuhbahn gebaut. Die gesamte Anlage taufte man Danziger Freiheit. Die Parkwächter wurden zum Militär einberufen oder in Rüstungsbetrieben beschäftigt. Ziersträucher, Blumen und Rasen verwilderten, die Betonplatten der Rollschuhbahn zerbrachen und zwischen den Fugen und Rissen wucherte Unkraut hervor. Das Grundstück verwahrloste erneut und die Jungen kamen wieder. Es waren die gleichen Jungen wie früher, aber sie waren anders. Sie waren älter geworden. Bei aller Unterschiedlichkeit hatten sie zweierlei gemeinsam. Sie waren durchweg die Söhne von Arbeitern und infolgedessen nicht mit irdischen Gütern gesegnet. Außerdem gehörte keiner von ihnen zur Hitlerjugend. Die Jungen begannen sich mit einer gewissen Regelmäßigkeit zu treffen. Erst kamen sie allein, später brachten sie ihre Mädchen und Freundinnen mit. Sie hörten auf, sich gegenseitig zu bekämpfen, auch wenn sie in verschiedenen Straßen wohnten. Sie begannen, Solidarität zu üben. Die ständigen Zusammenkünfte der jungen Leute waren anfangs alles andere als geheim. Da kein anderer Zweck vorlag, als zwanglose und harmlose, fröhliche Geselligkeit zu üben, gab es für Geheimniskrämerei auch keinen Grund. So war es nicht verwunderlich, dass Staatspolizei und Hitlerjugend von der Existenz dieser Gruppe Kenntnis erhielten. Irrigerweise wurde in diesen Institutionen jedoch angenommen, dass hier unter dem Deckmantel geselliger Zusammenkünfte Hochverrat und Aufruhr geplant wurde. Eine Gruppe junger Menschen, die regelmäßig zusammenkam, keine Bindung zu irgendeiner NS-Organisation hatte und dazu noch frei von bürgerlichen Elementen, musste natürlich im höchsten Maße verdächtig erscheinen. Nach Meinung der faschistischen Machthaber konnte es sich dabei nur um eine staatsgefährdende Untergrundbewegung handeln. Im Sommer 1942 begann der Terror. In der Regel wurde der Treffpunkt der jungen Leute nach Einbruch der Dunkelheit von Hitlerjugend umstellt. Wer nicht entkommen konnte, wurde erbarmungslos zusammengeschlagen. Die Mädchen wurden in unflätiger Weise beleidigt und als Huren beschimpft. Die Personalausweise der Betroffenen wurden eingezogen und mussten am nächsten Tag bei der Polizei oder einer HJ-Dienststelle wieder abgeholt werden. Meistens kam es dabei zu erneuten Misshandlungen. Wer öfter gefasst wurde, musste sofort mit zur nächsten Polizeiwache, damit die dortigen Innendienstbeamten auch mal jemanden verprügeln konnten.
Verständlicherweise verbreitete diese Terroraktion am Anfang Schrecken und Ratlosigkeit. Es dauerte geraume Zeit, bis die Jungen sich auf ihre eigene Kraft besannen und zu Gegenmaßnahmen übergingen. Zuerst gab es nur spontane Prügeleien mit der Hitlerjugend. Später wurde der Widerstand planmäßiger. Immer häufiger traten die Jungen als Angreifer auf und drängten ihre Feinde in die Verteidigung. Da wurden Polizisten provoziert und mehr als ein Streifenbeamter lernte dabei auch die andere Seite des Verprügelns kennen. Ebenso häufig wurden einzelne Hitlerjungen zu duellartigen Faustkämpfen gestellt, bei denen sie keine Gnade zu erwarten hatten. Es versteht sich, dass in dieser Kampfsituation die Zusammenkünfte der jungen Leute ihren öffentlichen Charakter verlieren mussten. Die Jungen nannten sich Edelweißpiraten und trugen unter ihren Rockaufschlägen das verbotene Edelweißabzeichen. Aus der harmlosen Gesellschaft war eine wehrhafte politische Gruppe geworden und ihr Kampfruf Edelweißpiraten sind treu war in der ganzen Stadt bekannt. Das Besondere daran war, dass diese bedeutende Dortmunder Widerstandsgruppe praktisch erst durch die Initiative der faschistischen Machthaber entstanden war. Denn erst der auf sie einwirkende Terror hatte die Jungen zu bewussten Opponenten gemacht. Wir machen nochmal einen Sprung. An manchen Ruinen waren auch Namen aufgeschrieben. Und dahinter standen die neuen Adressen der Ausgebombten. Wer noch keine Unterkunft gefunden hatte, schrieb einfach, wir leben. Das waren Nachrichten für suchende Verwandte und Bekannte. Dann waren da auch Namen angeschrieben, hinter denen nur ein Kreuz stand. Das waren auch Nachrichten. Trotzdem verfielen die Menschen in der schwer geschlagenen Stadt nicht der Resignation. Sie beteuerten sich gegenseitig, dass sie den totalen Krieg nicht gewollt hatten und beseitigten die Schäden desselben so gut sie konnten. 3 Tage lang war gehämmert, gesägt und geklopft worden. Jetzt ging man wieder zur Tagesordnung über. Die Stadt war schon vorher hässlich und schmutzig gewesen. Jetzt war sie es noch mehr. Sie wurde von ihren Bewohnern genauso verflucht und nicht weniger geliebt als früher. Man hatte den Tod erlebt. Die Toten wurden beweint und das Leben ging weiter. Um der Bevölkerung moralisch das Rückgrat zu stärken, war Reichspropagandaminister Dr. Goebbels nach Dortmund gekommen. Am Nachmittag des heutigen Tages wollte er nach einer Rundfahrt durch die zerstörte Stadt auf dem Hansaplatz zu den Einwohnern sprechen. Es war eine riesige Kundgebung. Die beiden Freunde gingen die Bornstraße entlang. Die Bornstraße war trotz des frühen Nachmittags schon ziemlich belebt, gehörte sie doch zu der Route, die von Dr. Goebbels abgefahren werden sollte. Er fährt die Münsterstraße nach Norden entlang, erklärte Günther dem Freund. Dann kommt er die Manningrottstraße runter und biegt in die Bornstraße ein. Da fährt er dann längs bis zum Hansaplatz. Er will da so ein bisschen was von Vergeltung erzählen, hab ich gehört. Von neuen Geheimwaffen und so. Wolfgang hörte nachdenklich zu. Ich überlege mir schon eine ganze Weile was, sagt er dann nach einiger Zeit. Man müsste einen Karabiner haben, weißt du, so ein mit Zielfernrohr. Wenn man sich damit so ein Stück von der Straße weg in den Ruinen versteckt, dann könnte man den verfluchten Klumpfuß glatt damit wegputzen. Das müsste eigentlich klappen. Ja, du willst wohl mit Gewalt unter das Beil kommen, zischte Günther den Freund von der Seite an. Er blickte sich vorsichtig ob auch niemand die hochverräterischen Redensarten des Freundes mit angehört hatte. Manchmal war dieser zu leichtsinnig. Halt bloß die Schnauze von sowas, flüsterte er eindringlich. Wenn du den Endsieg noch miterleben willst, dann erzähl doch Quatsch keinen anderen weiter. Ich scheiß auf den Endsieg, winkte Wolfgang ärgerlich ab. An so einen Blödsinn glauben doch nur ganz Besenkte. Jedenfalls hält sich jetzt die Schnauze davon. Du stinkst sowieso schon reichlich nach Fallbeil. Tja, ist doch egal, wovon man kaputt geht, sagte Wolfgang zynisch. Ein Fallbeil ist vielleicht noch besser als eine Luftmine. Und wenn du richtig Pech hast, verhungerst du im Metzgerladen, weil du die Fleischmarken vergessen hast. Wir machen wieder einen Sprung. Zu Hause bei Wolfgang. Worüber hat denn der Minister heute gesprochen? Fragte die Mutter von Wolfgang, als das Mädchen sich etwas beruhigt hatte. Hilde war gleich wieder bei der Sache. Oh, sagte sie eifrig, die Rede war ganz wundervoll. Er hat einem richtig Mut gemacht, so zum Durchhalten. Und eine Begeisterung war das, Frau Kramer. So was haben Sie noch nicht erlebt. Da war nichts mehr zu merken von gedrückter Stimmung und vom Rummeckern. Sie warf einen anzüglichen Seitenblick auf Wolfgang. Die zuerst am unzufriedensten waren, haben dann am lautesten gejubelt.
Hat er denn nur so den Leuten Mut gemacht? Oder hat er auch was Bestimmtes gesagt? Wollte die Frau wissen. Ich meine, hat er sich geäußert, wie das so weitergehen soll mit dem Krieg und den Bomben? Aber sicher, bestätigte das Mädchen. Dr. Goebbels ist ganz fest von unserem Endsieg überzeugt. Da gibt es gar keinen Zweifel. Er sagte, dass wir ganz neue Geheimwaffen vorbereiten, die zur Vergeltung eingesetzt werden sollen. Das sind richtige Wunderwaffen, wie es noch nie welche gegeben hat. Die sind die Garantie für unseren Sieg. Dass die Feinde unsere Städte bombardieren, ist gar nicht so schlimm, hat er gesagt. Die werden nach dem Krieg viel schöner wieder aufgebaut, als sie vorher waren. Die Leichen werden auch wieder repariert, fiel Wolfgang zynisch ein. Die kriegen einen Strohhalm in den Arsch gesteckt und dann wird da wieder neues Leben durchgeblasen. Halt den Mund, Wolfgang! Verwies ihn die Mutter energisch. Doch der Junge gehorchte nicht. Ja, peinlich ist das nur bei den Verstümmelten, fuhr er unbeirrt fort. Da ist meistens schon bei der Beerdigung was durcheinander gekommen. Stellt euch bloß mal vor, da wird so ein Toter wieder lebendig und hat einen ganz verkehrten Kopf. Und dabei gibt das jetzt schon viel zu viele Leute, wo das mit dem Kopf nicht richtig stimmt. Seine Mutter war zornig geworden. Sie teilte wohl seine Ansichten, aber sie verabscheute zynische Redensarten. Hilde sah hilflos von einem zum anderen. Gerade war sie noch so begeistert gewesen, als sie von der Rede des Propagandaministers erzählte. Und nun hatte der Freund ihr wieder einen Dämpfer aufgesetzt. Trotzdem war es richtig, was er gesagt hatte. Sie sah ein, dass es doch sehr schlimm war, wenn die deutschen Städte zerbombt wurden. Häuser konnte man neu machen, wenn sie zerstört waren. Aber tote Menschen blieben tot. Ich denke, wir essen erst einmal, schlug Frau Kramer vor. Dann machen wir nochmal einen kleinen Sprung, und zwar zu einer ziemlich wichtigen Passage in dem Buch, die sogenannte Korso-Schlacht. Da erkennt man auch wahrscheinlich ein paar Orte wieder, die auch heute noch so in der Innenstadt existieren. Und es beginnt mit der Razzia, die dort geplant wurde. Die HJ wollte dort die Edelweißpiraten in eine Falle locken, oder vielmehr blieb es dann nachher andersrum. Aber dazu jetzt mehr. Für die Razzia haben sie extra einen ganz genauen Plan ausgearbeitet, wo sie zu den bestimmten Zeiten antanzen wollen und so. Der ist schwer geheim. Den kennen bis jetzt nur die höheren HJ-Führer. Ich finde das trotzdem blöde, sagte Wolfgang. Die Jungs brauchen doch bloß alle zu Hause bleiben und dann fischen die sich keinen einzigen mit ihrer Scheiß-Razzia. Na, wer bleibt denn schon am Sonntag zu Hause? Fragte Günther eifrig. Das sind doch höchstens die Arschlöcher, die sowieso freiwillig zur Erfassung gegangen sind. Die anderen gehen doch alle irgendwo hin. Zum Baden, in Bums oder so wie wir in den Park. Das ist doch so, dass kein Mensch was von der Razzia weiß. Die ist so geheim, dass dann auch nicht mal die Pimpfe was von wissen, die da mitmachen sollen. Jetzt wurde Wolfgang aufmerksam. Und woher weißt du das alles so genau? Kriegst du jetzt immer von der HJ Bescheid, wenn die was vorhaben, oder wie ist das? Günther grinste. Kennst du einen Jano Schäfer? Stellte er eine Gegenfrage. Nee. Das ist aber traurig. Das ist nämlich dein Gefolgschaftsführer von der Marine-HJ. Ach so. Wolfgang erinnerte sich. Ist das nicht der schäbige Knilch, dem ich in die Fresse hauen wollte, weil er mit meiner Hilde passiert hat? Genau. Ja, und was ist jetzt mit dem? Der will ein anständiger Mensch werden und ist darum jetzt bei uns. Und als Antrittsgeschenk hat er uns den Plan von der Razzia mitgebracht. Wir wissen jetzt schon ganz genau, um wie viel Uhr der dicke Pöpping mit seiner Horde im Schwimmstadion ist oder wann die Brückstraße abgeriegelt wird. Und die Pimpfe, die das machen müssen, haben bis jetzt noch keine Ahnung davon. Ist das nicht Zucker? Die beiden Jungen sahen sich an und brachen den Schall des Gelächter aus. Wir kommen jetzt zu der Massenschlägerei. Der Geschäftsführer des Cafés kam angelaufen. Meine Herren, jammerte er. So hören Sie doch auf, meine Herren. Sie ruinieren mir die ganze Einrichtung. Niemand beachtete ihn. Den dicken Pöpping traf ein Bierglas mitten ins Gesicht. Er spuckte Blut und zwei Zähne. Die Hitlerjungen wehrten sich verbittert. Mit den abgeschnallten Schulterriemen schlugen sie auf ihre Gegner ein. Verzweifelt, auf Verstärkung hoffend. Sie waren nicht feige. Erlebten solche Kämpfe auch nicht zum ersten Mal. Zur Streifen-HJ gehörten die routiniertesten Schläger der ganzen Hitlerjugend. Günther wurde von der stählernen Schnalle eines Schulterriems am Kopf getroffen. Vor seinen Augen flimmerte es. Er sah Sterne. Sein Gegner wollte ihm den Rest geben und stürzte sich auf ihn. Er lief direkt in einen Schlag Theos hinein, in einen fürchterlichen Schlag, der das Gesicht des Getroffenen zerfleischte. Theo hatte den Henkel eines zerbrochenen Glases als Schlagwaffe benutzt. Die
Die scharfen Zacken der Bruchstelle hatten eine verheerende Wirkung. Auf der Straße hörte man das rhythmische Klappern einer im Laufschritt herbeieilenden Kolonne. Blut und Ehre, brüllten die unten. Die Verstärkung war da, war beinahe da. Die Kolonne war am Fuß der Freitreppe angelangt. Vier Edelweißpiraten, angeschlagen und blutig, eilten hinaus, um das obere Podest zu verteidigen. Immer ranspaziert, ihr braunen Schleimscheißer! Hier kriegt ihr das, was ihr braucht! Kommt doch, wenn ihr nicht zu feige seid! Edelweißpiraten sind treu! Erscholl es jetzt auch auf der Straße, im Rücken der Verstärkungskolonne. Kampfgeschrei und Lärm auf dem Westen Hellweg und in der Krügerpassage, sogar auf der ersten Kampfstraße. Hier wurden die Hitlerjungen überwältigt, die die Hintertreppe besetzt hielten. Die auf der Balustrade kämpfenden Hitlerjungen, es waren noch vier, wurden gegen das Geländer gedrängt. Sie hingen schon nach hinten, ihre Schulterriemen hatten sie längst fallen gelassen. Sie versuchten nur noch verzweifelt, die auf sie herabsausenden Schläge abzuwehren. Edelweißpiraten, die schon zu Beginn der Auseinandersetzung in den tiefer gelegenen Saal gesprungen waren, machten dem Kampf ein Ende. Indem sie den Bedrängten von hinten über das Geländer zogen, einige Hiebe setzten die schwer Angeschlagenen vollends außer Gefecht. Sie wurden die Füße voran aus dem Saal geschleift und an der Treppe ihren heranstürmenden Kameraden entgegengeworfen. Die Edelweißpiraten sammelten sich, um ihren vier Kameraden bei der Verteidigung der Freitreppe zu helfen. Die siegreiche Kampfgruppe war jetzt ungefähr 20 Mann stark. Wolfgang war auch dabei. Als der Kampf begann, befanden sich noch fünf Hitlerjungen in der Mitte des Saals und gingen dort ihren Kontrollaufgaben nach. Sie waren ein wenig ratlos, zu welcher der beiden Kampfstätten sie eilen sollten. Drei von ihnen entschieden sich, ihre am Hinterausgang zusammengeschlagenen Kameraden zu rächen. Ihnen erging es sehr schlecht. Die beiden Edelweißpiraten, die dort postiert waren, brauchten nicht einmal einzugreifen. Die in der Nähe des Notausgangs sitzenden Jungen waren zwar nicht an der Aktion beteiligt, begriffen aber schnell, was hier vor sich ging. Und da sie nicht im Besitz von Erfassungsscheinen waren, versuchten sie zu flüchten, fanden aber den gewohnten Fluchtweg versperrt. So entstand bei ihnen ein Eigeninteresse an einer Niederlage der Streifen-HJ. Zudem war es eine einmalige Gelegenheit, sich an der verhassten Organisation für erlittene Misshandlungen und Schikanen zu rächen. Die Jungs fielen mit einer derartigen Wut über die drei HJ-Angehörigen her, dass diese keine Gelegenheit zur Gegenwehr fanden. Die Pimpfe wurden zusammengeschlagen und wären von den Rasenden vielleicht sogar zertrampelt worden, wenn sich die beiden Edelweißpiraten nicht eingeschaltet hätten. Macht sie nicht tot, riet der eine gutmütig. Haut sie einen anständigen Arsch voll, aber macht sie nicht tot. Wenn da nämlich ein Toter dabei ist, dann gibt das nur unnötigen Ärger, meinte der Zweite. Die anderen Hitlerjungen rannten zur Balustrade, um ihre kämpfenden Kameraden zu unterstützen. Einer der beiden, ein schwergewichtiger Blonder, wohnte auf der Baumstraße. Er war mit Wolfgang und Günther zusammen zur Schule gegangen. Damals waren sie Freunde gewesen. Heute war totaler Krieg und sie waren Feinde. Der andere war ein großer, kräftiger Junge, dessen Gesicht durch mehrere Narben zu grotesker Hässlichkeit entstellt war. Er stammte aus dem Dortmunder Süden und hieß Friedhelm. Unter dem Geländer der Balustrade hockte der dicke Pöpping auf dem Fußboden. Stöhnend presste er die Hände gegen den Leib und erbrach sich. Er spuckte Blut aus und sein Mittagessen. Die Pimpfe wollten ihm helfen. Edelweißpiraten sind treu, sagte jemand neben ihm. Das war ganz ruhig dahergesagt, aber es war keine friedliche Ruhe. Sie fuhren blitzartig herum, um sich auf den Gegner zu stürzen. Doch beide zögerten, jeder aus einem anderen Grund. Dich kenne ich doch, murmelte Friedhelm. Du bist doch... Ja, sagte Wolfgang und schlug zu. Der Schlagring traf das Gesicht des Hitlerjungen. Seine spitzen Zacken zerrissen das Fleisch und knirschten auf den Backenknochen. Die Wucht des Schlages riss den Getroffenen um. Er stürzte zu Boden, lautlos, ohne zu schreien, richtete sich wieder auf, stöhnte und hielt die Hände wimmernd vor das Gesicht. Zwischen seinen Fingern quoll das Blut hervor, lief über Handgelenke und Unterarm, tropfte auf den Fußboden und bildete eine Lache. Wolf, sagte der zweite Hitlerjunge ungläubig, das stimmt doch nicht, gar nicht, du bist doch tot. Heute nicht, sagte Wolfgang. Er ließ den Schlagring in seine Tasche gleiten. Der Pimpf stand mit hängenden Armen vor ihm, ratlos, unsicher. Der Schlag traf ihn genau unter das Kinn, direkt von unten her. Man nannte das einen kurzen, trockenen Haken. Wolfgang fing den Fallenden mit den Armen auf und ließ ihn zu Boden gleiten. Tut mir leid, alter Junge, murmelte er dabei. Ist aber besser so für dich, die anderen machen das immer so brutal. Der Hitlerjunge rieb sich benommen das Kinn. Er versuchte wieder auf die Füße zu kommen. Bleib liegen,
Wolfgang drückt ihn wieder zurück. Wenn du liegen bleibst, dann tut dir kein Mensch was. Der Kampf hier oben ist sowieso aus. Du darfst nur nicht hochkommen. Dann machen sie dich fertig. Dann bleibt nichts übrig von dir. Es waren annähernd 100 Mann von der Stamm-Hajot, die zum Sturm auf die Freitreppe antraten. Die abgeschnallten Schulterriemen in der Hand sprangen sie die Stufe hoch, sich gegenseitig durch die eigene Zahl behindernd. Sie schrien Blut und Ehre. Manche schrien auch Rache. Zeigt es ihnen, hetzten ihre Führer von hinten. Holt sie da runter und macht sie mal kurz fertig. Als die Vordersten auf halber Höhe der Treppe waren, rollten ihnen die Körper ihrer zusammengeschlagenen Kameraden entgegen. Und die sahen gar nicht gut aus. Die Reihen der Stürmenden gerieten in Unordnung. Die Körper rollten den Angreifern vor die Füße. Einige stolperten, andere fielen nach rückwärts und rissen ihre Hintermänner mit. Die Unteren stemmten sich dagegen, versuchten, die Stürzenden aufzufangen. Der Angriff kam zum Stillstand. Da waren sie plötzlich über ihm. Es war wie ein Ungewitter, nicht aufzuhalten, vernichtend. Die Edelweißpiraten waren zum Gegenangriff übergegangen. Sie stürmten herunter, prallten gegen die stockenden Reihen der Hitlerjungen und warfen sie zurück. Sie schlugen mit Stuhlbeinen und Kabelenden, mit Schlagringen und blanken Fäusten auf ihre Feinde ein. Die Hitlerjungen konnten sich kaum wehren. Sie standen tiefer als die Edelweißpiraten und wurden durch ihre nachdrängenden Kameraden behindert. So waren sie nicht in der Lage, mit ihren Schulterriemen zum Schlag auszuholen. Einige zogen ihre Fahrtmesser, aber in dem Gedränge verletzten sie nur ihre Nebenmänner oder sich selbst. Edelweißpiraten sind treu, scholl es ihnen entgegen. Edelweißpiraten sind treu, scholl es aber auch hinter ihnen auf dem besten Hellweg. Die an den Straßenzugängen zurückgebliebenen Hitlerjungen waren überwältigt und die siegreichen Edelweißpiraten rückten von allen Seiten vor, um die Hauptgruppe der Hitlerjugend anzugreifen. Die Vorrückenden sangen. Es war der im Dortmunder Norden bei Straßenkämpfen übliche monotone Singsang, das Angriffssignal der Edelweißpiraten. Hauze, Hauze, immer in der Schnauze, Hauze, Hauze, immer in der Schnauze, Hauze. Einförmig, sich pausenlos wiederholen. Hatten die meisten Hitlerjungen bis dahin ihren in Stocken geratenen Angriff als eine schnell wieder gutzumachende Panne angesehen, so mussten sie jetzt erkennen, dass sie in eine Falle gegangen waren. In eine gut vorbereitete Falle. Ja, die Klügeren gestanden sich ein, dass sie sich in ihrer eigenen Falle gefangen hatten. Machen jetzt nochmal einen kleinen Sprung, und zwar direkt in die Steinwache. Ich glaube, wenn man sich dann hier gleich nochmal die Zellen anschaut, wird das unter der Berücksichtigung dieses gleich gelesenen Parts hier nochmal ein bisschen eindrucksvoller. Er ist also verhaftet worden bei der Schlägerei, Wolfgang ist verhaftet worden und kommt dann in die Steinwache zur Vernehmung. Die Dortmunder Steinwache ist eine Institution, die als Hölle von Westdeutschland weit über die deutschen Grenzen hinaus seinen traurigen Ruhm erlangt hat. Der Name Steinwache ist ein Sammelbegriff für eine Einrichtung mit einer Vielzahl von Aufgaben. Hinter dem Hauptgebäude steht ein wesentlich kleinerer Bau, dessen winzige Fenster ausnahmslos vergittert sind. Hier ist das Polizeigefängnis, die eigentliche Hölle von Westdeutschland. Die im Keller liegenden Dunkelzellen 5 und 8 erinnern mit den an der Wand befestigten Hals- und Armfesseln an mittelalterliche Burgverliese. Die Vernehmungszelle im Erdgeschoss war zwecks Schallisolierung an der inneren Türseite gepolstert. Trotzdem konnte jeder Gefangeneninsasse täglich die gellenden Schreie der Gefolterten hören. In diesem Haus sind gewiss nicht so viele Menschen ermordet worden wie in Konzentrationslagern wie Buchenwald, Auschwitz oder Bergen-Belsen. Doch die Methoden der Menschenbehandlung waren hier die gleichen. Auf ein Hubzeichen hin wurde das Schiebetor geöffnet und der Wagen fuhr in den Gefängnishof. Wolfgang durfte erst aussteigen, als das Tor wieder geschlossen war. Er war noch nicht ganz aus dem Fahrzeug heraus, als er ein paar gewaltige Ohrfeigen einstecken musste. Daran merkte er, dass er bereits erwartet wurde. Du hättest mal mitten anbinden sollen, brüllte ihn ein Riese an. Der Buschmann an Größe und Bulligkeit nicht nachstand. Er war allgemein als der lange Heinrich bekannt. Ich hätte dich auf der Stelle umgelegt, du verdammter Messerheld. Der Junge wurde nun in die Wachstube des Polizeigefängnisses geführt. Es erübrigt sich, den Empfang zu beschreiben, der ihm hier zuteil wurde. Die Begrüßungszeremonie glich der in der Lorzingwache.
Als Wolfgang aus seiner Bewusstlosigkeit in uns der zweiten an diesem Abend erwachte, nahm man ihm die Fesseln ab und er musste sich vollständig entkleiden. Und dann begann die Durchsuchung seiner Sachen. Er war schon öfter in seinem abenteuerlichen Leben gefilzt worden, aber noch nie hatte er erlebt, dass dieser Vorgang so gründlich und routiniert durchgeführt wurde wie hier. Jedes einzelne seiner Kleidungsstücke wurde geprüft, abgetastet und gegen das Licht gehalten. Ein besonders gewissenhafter Polizist prüfte sogar, ob der Junge nichts in seinem Mastdarm versteckt hatte. Und dabei versäumte er nicht, ihm die Glut seiner Zigarette an das Gesäß zu halten. Au! Der Gepeinigte schrie erschrocken auf und fiel vornüber, stürzte der Länge nach auf den Fußboden. Gröhlendes Gelächter belohnte den Spaßvogel für seinen Einfall. Wolfgang wurde an den Haaren wieder hochgerissen. Hast du was in der Jacke versteckt? Fragte einer, der diese Kleidungsstücke gerade untersuchte. Nein, versicherte der Gefangene, ganz bestimmt nicht. Und was ist das? Triumphierend zog der Polizist den geflochtenen Ledergürtel des Jungen aus einer der äußeren Jackentaschen. Den Gürtel, der dem Jungen auf der Lortzing-Wache abgenommen worden war. Ich wusste nicht, mehr konnte Wolfgang nicht sagen. Der Polizist schlug ihm mit dem Gürtel zweimal durch das Gesicht und ließ dann die Hiebe so dicht auf sein Opfer niederprasseln, als hätte er den Ehrgeiz, jeden einzelnen Quadratzentimeter von Wolfgangs nackter Haut zu treffen. Du Schwein, belügst mich nicht noch einmal, grollte er müde geworden. Der Junge hatte nicht gewusst, dass der Gürtel in seiner Jackentasche gesteckt worden war. Und nachdem so die Aufnahmeformalitäten erledigt waren, durfte der Gefangene sich waschen. Man stieß ihn zu einem Waschbecken und gab ihm ein tönernes Stück Kriegsseife. Einer der Polizisten stellte sich hinter ihn und drückte dem Jungen den Lauf seiner Dienstpistole ins Genick. Die Reinigungsversuche, die der Junge unternahm, waren sinnlos. Die dicken Krusten von geronnenem Blut waren mit Lehmseife und kaltem Wasser einfach nicht zu lösen. Zugleich begannen die nach den letzten Misshandlungen neu aufgebrochenen Wunden bei der Berührung mit Wasser wieder stärker zu bluten. Schneller als Wolfgang ihn wegwaschen konnte, strömte der rote Lebenssaft zwischen seinen Fingern hindurch, lief vom Hals aus über den nackten Bauch, bis er vom Geschlechtsteil auf den Boden floss. Es sah aus, als ob er schieres Blut urinierte. Das hat doch keinen Zweck, Wilhelm, rief einer der Pistolenmänner dem anderen zu. Das Schwein geschmiert sich ja immer mehr. Er soll sich lieber abtrocknen. Los, abtrocknen! Kannst du nicht hören? Bellte der Angesprochene und wies auf ein schmutziges Laken, das hier anscheinend als Handtuch diente. Nachdem Wolfgang sich notdürftig getrocknet hatte, wies das Tuch eine Menge rote Flecken auf. Die Polizisten nahmen dies zum Anlass, ihren Gefangenen wegen Beschädigung von Staatseigentum noch einmal kräftig durchzuprügeln. Sie schlugen ihn jetzt nicht mehr gegen den Kopf. In seiner augenblicklichen Verfassung wurde der Junge zu schnell bewusstlos und spürte die Misshandlung nicht mehr. Da war es besser, ihn öfter gegen den Bauch zu treten, weil man das Vergnügen auf diese Art etwas ausdehnen konnte. Der Junge wurde aber nicht nur verprügelt, sondern auch belehrt. Seine Peiniger wiesen ihn ernsthaft darauf hin, dass dieses schmutzige Laken mit Steuergeldern bezahlt und insofern wertvolles Volksgut war. Sie warnten ihn energisch davor, noch einmal den Endsieg zu sabotieren, indem er Eigentum des deutschen Volkes mutwillig beschädigte. Wolfgang musste sich nun anziehen und wurde wieder gefesselt. Seltsamerweise drückte Buschmann nur die Bügel der Fessel zu, ohne diese abzuschließen. Der Junge wusste nicht, was das zu bedeuten hatte. Aber er sollte es noch in der gleichen Nacht feststellen. Die deutsche Polizeifessel, die sogenannte 8, kann durch ihre gezahnten Bügel auf Handgelenke verschiedener Größe eingestellt werden. Wird die Fessel nach dem Einrasten geschlossen, sitzt der Bügel unverrückbar fest. Versäumt man aber das Herumschließen, so wird die Polizei 8 zu einem Marterinstrument, ähnlich den mittelalterlichen Daumenschrauben. Bei der geringsten Bewegung, vor allem im Schlaf, rastet der Bügel immer weiter und weiter ein und legt sich als stählerne Klammer straff um die Handgelenke. Der Blutkreislauf wird unterbrochen und die Hände schwellen blau-rot an. Nach einiger Zeit entzünden sich auch die Druckstellen. Eklige, eitrige Wunden entstehen, die wie Ausschlag aussehen. Wer nur wenige Tage lang auf diese unmenschliche Weise gefesselt wird, muss unter Umständen monatelang warten, bis seine Handgelenke wieder verheilt sind. Ein Polizist führte den Jungen zu seiner zukünftigen Behausung. Sie stiegen eine Treppe hoch. Der Gefangene mit vor Schwäche zitternden Beinen. Neben dem Treppenabsatz machte sich der Uniformierte an einer Tür zu schaffen und schloss diese auf. Über der Tür war die Zellennummer, eine schwarze 19, gemalt.
Zu diesem Zeitpunkt wusste Wolfgang noch nicht, dass dieses Loch, in dem er die nächsten Wochen verbringen sollte, von den anderen Häftlingen die Mordzelle genannt wurde. Etwa 3 Wochen vorher war der damalige Insasse buchstäblich totgeschlagen worden. Marsch, rein mit dir! Brüllte der Polizist. Der Junge empfing noch einen letzten Fußtritt, der ihn in die Zelle schleuderte. Er stolperte und fiel auf etwas Weiches, auf etwas, das weich, aber auch mit harten, spitzen Knochen durchsetzt war. Der unten liegende schrie erschrocken auf. Es klang wie das Miauen einer gequälten Katze. Die Tür knallte wieder zu und wurde geräuschvoll verschlossen. Ich wünsche dir einen wundervollen guten Abend, Kumpel, grüßte Wolfgang mit galligem Humor. Kannst du mir vielleicht mal helfen? Ich bin nämlich fremd hier und gefesselt haben sie mich auch. In der Dunkelheit tasteten fremde Finger nach dem Neuankömmling und halfen ihm, sich aufzurichten. Dabei berührten sie allerdings schmerzhaft seinen verletzten Kiefer. Oh, verflucht, Kumpel! An die Schnauze darfst du mir jetzt nicht kommen. Die ist im Moment wie gehacktes. Alles andere übrigens auch. Was meinst du, was die kastrierten Wildschweine mich gerade verschwartet haben? Da blieb kein Auge trocken, sage ich dir. Aber erstmal vielen Dank für deine Hilfe. Was los, Mann? Fragte Wolfgangs Zellengefährte, der bis dahin noch nichts gesagt hatte. Ich bin Deutscher, rein rassiger, arischer Herrenmensch, wenn das auch im Moment nicht so auffällt. Und was bist du für einer? Ruski, nicht sein Vasier. Ich heiße Wolf. Wolf? Ja, eigentlich bin ich Wolfgang, aber du kannst ruhig Wolf sagen. Meine Freunde sagen alle Wolf zu mir. So lernte der junge Vasil kennen. Einen der wenigen Menschen, die man vorbehaltlos als gut bezeichnen kann. Nachdem die beiden Gefangenen Freundschaft geschlossen hatten, machte sich der Junge mit seiner neuen Umgebung vertraut. Trotz der Dunkelheit war er schnell damit fertig. Ein alter Marmeladeneimer für die notwendigsten Bedürfnisse und eine zerbeulte, ehemals emaillierte Wasserkanne waren die einzigen Einrichtungsgegenstände der etwa 1,20 Meter mal 3 Meter großen Zelle. Sonst gab es nichts. Durch das winzige Fenster mit dem massiven Griff und der zerbrochenen Scheibe strömte kühle Nachtluft in den Raum. Das ist ja saumäßig kalt hier, maulte Wolfgang, vor Kälte und Schwäche zitternd. Und dabei hat doch die Sonne den ganzen Tag geschienen. Ja, hier viel Scheiße, Wolf, bestätigte Vasil. Viel Schläge, immer kalt, nichts fressen, alles Scheiße. Da die beiden neuen Freunde trotz übereinstimmender Meinung ihr Los nicht ändern konnten, beschlossen sie zu schlafen. Die leere Wasserkanne wurde flachgelegt und musste ihnen als gemeinsames Kopfkissen dienen. Doch zumindest Wolfgang merkte schon nach wenigen Minuten, dass sein Vorhaben unmöglich war. Wegen seiner auf dem Rücken gefesselten Hände konnte er nur auf der Seite liegen, entweder links oder rechts. Dabei ruhte das gesamte Gewicht seines Oberkörpers auf einen Oberarmmuskel und presste diesen gegen den harten, unnachgiebigen Fußboden. Die jeweils belastete Seite schmerzte derart, dass der Liegende sich stets nach kurzer Zeit wieder umdrehen musste. Zudem peinigte ihn das rhythmische, schmerzhafte Pochen in seinem zerschlagenen Unterkiefer. An Schlaf war gar nicht zu denken. So geht das nicht, Vasil, klagte der Junge und richtete sich stöhnend auf. Mir tun die Schultern weh und mein Gesicht brennt wie Feuer, dabei kann ich nicht schlafen. Vasil kam ebenfalls hoch und betastete vorsichtig die verschwollene Backe seines Gefährten. Oh, Wolf, sagte er mitleidig. Stapo-Schweine, die dich viel kaputt machen. Krieg fertig? Wir machen Stapo kaputt. Naja, einen habe ich heute schon kaputt gemacht, erzählte Wolfgang mit zufriedenem Grinsen. Der singt kein Horst-Wessel-Lied mehr. Und das ist gut, das ist ganz prima. Verflucht Stapo, immer kaputt machen. Aber nichts verstehen, was Lied singen. Die Edelweißgruppe Brüggemann-Park hörte im Mai 1945 auf zu bestehen, jedenfalls als politische Kampfgruppe. Nachdem ihre Feindbilder Gestapo und HJ nicht mehr existierten, dienten ihre Treffen nur noch der Geselligkeit. Eine offizielle Anerkennung ihres Kampfes hat es nie gegeben. Nicht als Widerstand und nicht als Verfolgung. Auch Entschädigungen sind weder verlangt noch gewährt worden. Dankeschön.